Ihr wisst, ich bin Eierexperte. Die sind alle perfekt geworden, aber das habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie ein Ei gehabt, was so scheiße zu pellen ging. Guckt euch das an. Wie das aussieht. Das ging nicht anders. Bam. Schönes Wetter, ich schwör's euch. Diese Jahreszeit liebe ich einfach mit den Farben und so. Ja, einfach schön. Morgen geht's nach Berlin. Endlich. Ich hab's ja lange angekündigt. Döner-Check. Berlin gegen Stuttgart. Also der berühmte Gemüsedöner Berlin gegen Alaturka in Stuttgart. Den offiziell gekürten besten Döner Deutschlands, wo jedes Bestandteil des Döners selber gemacht ist. Habe ich eben jetzt erst gelesen. Ja, Mann. Morgen geht's nach Berlin. Check ich alles ab. Dreh noch mal eine Runde durch Berlin. Weites Essen heute, ihr seht richtig, ich mache ein bisschen Massephase, aber trotzdem muss auch gesund dabei sein. Das ist deutscher Ingwer, deutsche Kurkuma. Der Ingwer ist nicht so scharf wie sonst, den kannst du so wegsnacken wie Gemüse. Baba-mäßig, gibt's bei mir im Biomarkt. Ja Mann, dann geht's bald schmeckt. Heute mal 10% Fettstufe beim Quark. Gerstengraspulver, um der Säure entgegenzuwirken, weil Quark ja sehr säurelastig ist, mit Honig gesüßt. Baba-mäßig gönne ich mir jetzt rein. Ich mache sogar mehr Erholungspausen jetzt, weil ich auf Suchtbasis zu viel trainiert habe. Muskelaufbau. Und jetzt will ich mich auch nochmal auf direkten Weg an PayPal ein bisschen wenden. Nachdem die Stories gestern ein bisschen, ja, ihr PayPal-Team, ich würde nie natürlich ein schädes Wort über euch verlieren, ihr habt mich enttäuscht. Ich wurde abgezockt und ihr habt mich enttäuscht. Und jetzt will ich... Hey, sag ein Hurensohn! Hey, sag ein Hurensohn! Kleiner Spaziergang, es regnet schon wieder. Also wenn ich drei Dinge nennen müsste, die ich beim Spaziergang gerade bei Regen am Start haben muss, dann ist es eine Regenjacke, natürlich, dann ist es gute Musik und nicht zu vergessen auf jeden Fall die gute Rindermähgers-Bratwurst von Ökoland. Ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Hier wird's gerade. Ein Glück gibt's dieses Dixie-Klo. Das wäre ja aufgeschmissen gewesen. Sollten die mal überall aufstellen, diese Dinger. Eieiei, nochmal eben zur Bank rein. Ja Mann, Kokosöl am Start. Beddo am Start, nochmal eben mein privater Masseur Massagen gegönnt. Und das Geilste ist, Beddo, ich werde jetzt nur noch Zähne putzen, ich werde direkt ins Bett. Auf jeden Fall, Digga. Ja, Mann, das war gut, ich danke dir.